Wir haben nun geklärt, welche Rolle die Parteien spielen. Wir haben geklärt, welche Rolle der Bundestag spielt. Wichtig für ein Verständnis der Bundesrepublik Deutschland ist jetzt noch, welche Rolle die Länder spielen. Denn schon in dem Begriff Bundesrepublik Deutschland kommt hervor, dass es sich um ein föderales System handelt, in dem die Länder eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, wenn wir von Regierungen sprechen, sprechen wir in Deutschland eigentlich von 17 Regierungen, 17 unterschiedlichen Regierungen, nämlich der in Berlin und den in den Bundesländern mit einer eigenständigen Verwaltung, mit Landesparlamenten, mit einer eigenen Verfassung, mit einer eigenen Verfassungsgerichtsbarkeit. Und das Grundgesetz spricht hier vom Homogenitätsgebot. Das heißt, das, was für den Bund gilt, nämlich dass es eine republikanische Staatsform ist, dass es eine Demokratie ist, dass es ein Rechtsstaat zu sein hat, das wird in Artikel 28 des Grundgesetzes auch für die Länder gefordert. Wir haben relativ unterschiedliche Bundesländer. Wir haben Flächenstaaten, wir haben Stadtstaaten, also ein Flächenstaat wie Nordrhein-Westfalen mit fast 18 Millionen Einwohnern und dann einen Stadtstaat wie Bremen mit nur 660.000 Einwohnern. Wir haben sehr einkommensstarke Länder, wir haben Länder mit einer schwächeren Sozialstruktur, sodass es hier im sogenannten Länderfinanzausgleich Geberländer gibt und Nehmerländer. Die klassischen Geberländer sind Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, aber auch Hamburg. Alle anderen sind sogenannte Empfängerländer. Wir haben Ost-West- oder West-Ost-Gefälle, müsste man sagen. Da auch von der Sozialstruktur relativ große Unterschiede hier vorherrschen. Wir haben Protestantismus im Norden, Katholizismus im Süden, Konfessionslosigkeit im Osten. Das gilt nicht für alle Menschen, aber tendenziell ist es so. Wegen der wichtigen Rolle der Ministerpräsidenten im Bundesrat spricht der Politikwissenschaftler Winfried Stefani von einer Republik der Landesfürsten. Die Rolle der Länder bezieht sich also auf die Gesetzgebung des Bundes, aber auch auf die EU. Der Bundesrat hat 69 Stimmen. Große Länder haben normalerweise bis zu 6 Stimmen, kleinere mindestens 3. Es gibt den sogenannten Länderfinanzausgleich. Das heißt, finanzstarke Länder transferieren Ressourcen in finanzschwächere Länder. Grundgesetzänderungen können nur unter Zustimmung des Bundesrates vollzogen werden. Es gibt Zustimmungsgesetze, Einspruchsgesetze, die vom Bundestag definiert werden. So ist zum Beispiel ein Zustimmungsgesetz nach Artikel 16 Grundgesetz die Festlegung sicherer Herkunftsstaaten für Asylsuchende, nach Artikel 23 Absatz 1, Satz 2, die Übertragung von Hoheitsrechten auf supranationale Institutionen. Bei Bund-Ländern-Gegensätzen gibt es den sogenannten Vermittlungsausschuss. Das ist eine regelrechte Erfolgsgeschichte. Der wird bestellt durch 16 Mitglieder des Bundestags und 16 Mitglieder des Bundesrates. Und in der Geschichte dieses Vermittlungsausschusses ist es so, dass 90% aller Regelungen hier durchgebracht wurden.